Herzlich willkommen zu meiner Serie Nordische Runenmagie. Rune des Wassers. Lagus. Das Urelement des Wassers kennzeichnet Lagus. Sie steht für tiefe Gefühle, für alles, was in den Fluss kommen soll, für heilige Quellen und Schutz bei Seereisen. Viele Götter werden an Quellen verehrt. Dazu gehört Frigg und Njord. Auch Odin trank jeden Morgen aus einer Quelle, um Weisheit zu erlangen. Viele Brunnen, die erbaut wurden, sind den damaligen Göttern gewidmet und erinnern uns daran. Vielleicht schaust du dir einmal einen an. Im Beruf wie in der Liebe zeigt dir Lagus an, dass alles im Fluss ist. Du brauchst nur abzuwarten. Alle Probleme werden sich von alleine lösen. Um gesund zu bleiben, zeigt Lagus dir an, dass du mehr Wasser und Kräutertees zu dir nehmen solltest. Benutze auch Wasser, um Reinigungsrituale durchzuführen. Lagus wäscht alle unerwünschten Energien ab. Fertige dir dazu ein Bild, was du ins Badezimmer hängst, oder sogar Seifenstücke in der Form von Lagus an. Es wird dir helfen, dass alles in deinem Leben wieder in den Fluss kommt. Wie Berkano die Rune für die Frauen ist, ist Ingvas die Rune der Männer. Sie steht ebenso wie Berkano für Fruchtbarkeit. Ingvas mit dem Runenwert 22 ist dafür zuständig, die Naturkräfte im Menschen zu bündeln und Energien in den Fluss zu bringen. Sie ist dabei sehr kraftvoll. Mit ihrer Kraft sorgt sie für den Fortbestand ihrer Sippe. Auch für den Fortbestand der Tiere und Pflanzen wird diese Rune als Fruchtbarkeitssymbol verwendet. Wie Berkano birgt Ingvas zwei Dreiecke in sich, die für die Vereinigung der männlichen und weiblichen Anziehungskraft stehen. Sie wird auch im Bereich der Sexualmagie eingesetzt. In finanzieller und beruflicher Hinsicht brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Deine Arbeit macht dir Spaß und Geldmittel sind ausreichend vorhanden. Im Bereich Gesundheit solltest du auf eine gesündere Lebensweise, gerade bei Kinderwunsch, achten. Um starke und gesunde Kinder zu zeugen, sollte auch dein Erbgut die reinste Qualität hervorbringen. Ich möchte dir diese zwei Runen Berkano und Ingvas empfehlen, um eine harmonische, zukunftsträchtige Beziehung zu führen oder auch anzuziehen. Trage sie als Talisman bei dir und verziere deine Wohnung mit diesen beiden Runen. Ich wünsche dir viel Glück beim Anziehen dieser magischen Kräfte. Die 23. Rune Dagas symbolisiert die Rune der Polaritäten. Hell-dunkel, schwarz-weiß, gut-böse, Morgen- und Abenddämmerung. Alles dies sind Polaritäten, mit denen wir es hier in dieser Welt zu tun haben. Immer lustig und fröhlich zu sein und nur das Beste im Leben zu fühlen, ist unser Streben. Dabei geht es genauso darum, seine Schattenseiten mit in seinem Leben zu integrieren, auch wenn man sie lieber verdrängen würde. Dagas möchte dich darauf hinweisen, beide Seiten von dir kennenzulernen und anzunehmen. Im Finanziellen warnt Dagas dich davor, nicht zu viel Geld auszugeben. Das gute Mittelmaß sollte jetzt dein Motto sein. Finde auch den Ausgleich zwischen deinem Beruf und deiner Freizeit. Zu viel Arbeiten tut dir nicht gut. Aber auch zu viel Ablenkungen mit deinen Freizeitaktivitäten lenkt dich ab. Auch hier gilt es, ein ausgewogenes Maß zu finden. Achte auch in deiner Beziehung auf ein ausgewogenes Geben und Nehmen. Setze bei allen Angelegenheiten die Waagschale ein und denke auch über die Bedürfnisse deines Partners nach. Zur Mittsommernacht kannst du dann deine Bemühungen ausgiebig feiern, denn das ist die Nacht von der Rune Dagas.
Kommen wir nun zur letzten Rune des alten Futhags, zur Rune Othala. Othala ist die Rune der Erde. Mit dieser Rune, die für Erdung, Besitz, Erbe und Heimat steht, kannst du Verbindung zu deinen Ahnen aufnehmen. Setze dich in Ruhe hin und male diese Rune vor dir auf. Erinnere dich an deine Vorfahren und bitte sie, mit dir in Verbindung zu treten. Wenn du dich für diese Beiträge von mir interessierst, ist es wahrscheinlich, dass deine Oma oder Uroma eine Kräuterkundige oder Kartenlegerin war. Befrage doch einmal deine Verwandten dazu. Du wirst sicherlich erstaunt über die Antworten sein. Diese Rune ist auch die Rune von Kraftorten, die auf Leylines gebaut wurden. Suche so einen Ort auf, um dich mit deinen Ahnen zu verbinden und um Erdung zu finden. Zu diesem Thema befindet sich auch schon ein Video in meiner Playlist. Othala weist auch im Beruflichen auf Entscheidungen im familiären Bereich hin. Dabei kann es sich um eine Betriebsübernahme oder eine Erbschaftsangelegenheit handeln. Überlege dir sehr gut, ob du den Betrieb deiner Eltern weiterführen möchtest oder ob du lieber eigene Wege gehen möchtest. Im gesundheitlichen Bereich kann es sich um Erbkrankheiten drehen. Schaue, was bei deinen Vorfahren an Krankheiten vorhanden war und sorge dahingehend vorbeugend für dich. Panik ist allerdings kein guter Berater dafür. Auch in Sachen Liebe geht es um Traditionen. Gehe in dich und schaue, ob du durch eine Heirat dafür sorgen möchtest, den Familienbesitz weiter zu vererben oder aber, ob dein Weg sich da von den Traditionen lösen möchte. Wenn du dir unsicher bist, suche einen Kraftort auf, verbinde dich mit deinen Ahnen und bitte um Antwort. Du wirst sie ganz sicher erhalten. Ich hoffe, meine Serie über nordische Runenmagie hat dir gefallen und du empfiehlst meine Beiträge weiter. Vielen Dank dafür. Deine Ani.